Die 70er Jahre waren die Jahre der sexuellen Befreiung. Teenager versuchten möglichst schnell ihre Jungfräulichkeit zu verlieren. Es gab Filme wie Taxi Driver mit der blutjungen Jodie Foster. Brooke Shields wurde bekannt. David Hamilton hat frühreife Teenager in erotischen Posen fotografiert. In dieser Zeit, in den 70er Jahren, wurde Samantha Geimer von Roman Polanski vergewaltigt. Und all das, was danach gekommen ist, hat sie in ihrem Buch verarbeitet. Die Frage ist, ob ihre Einstellung sich heute dazu durch diese Erlebnisse geändert hat. My experience with him was just completely overshadowed by my experience with the court and the media. Ich glaube, mein Erlebnis mit ihm war vollkommen überschattet von dem, was ich danach vor Gericht und mit der Presse durchmachen musste. Es gab ja keine Vorwarnung, dass sich das zu so einem großen internationalen Skandal entwickeln würde. Sowas gab es vorher nicht. Das war vor O.J. Simpson und vor CNN. Diese öffentliche Aufmerksamkeit war für uns ein Schock. Heutzutage wüssten wir, dass wenn wir einen Prominenten bei der Polizei anzeigen, am nächsten Tag die Reporter in unserem Vorgarten kampieren. Meine Mutter hat an sowas nicht gedacht. Sie dachte nur, meine Tochter ist vergewaltigt worden, ruft die Polizei. Das gehört sich so. Diese ganzen Ereignisse danach waren so traumatisch für uns alle. Sie haben mich als Person verändert und meine Familie. Das ganze Jahr, angefangen von dieser Nacht, mit all ihren Auswirkungen, beeinflusst meine Familie bis heute. Hat sich Ihre Einstellung zum Sex dadurch geändert? I don't think it did. I just knew stuff like this happened all the time, and I felt like that it happened to me. Well, it happens to lots of people. It's happened to my friends. Nein, das glaube ich nicht. Ich wusste, dass das alle Nase lang passiert. Auch meinen Freundinnen. Noch schlimmere Sachen sind meinen Freundinnen widerfahren. Wenn sowas also anderen passiert, warum nicht auch mir? Ich habe mich dadurch nicht ausgegrenzt gefühlt oder beschämt oder beschädigt. Für mich war mein Leben normal. Ich war nicht die Einzige, die mit 14 Sex hatte oder mit 16 Drogen nahm und verrückte Sachen anstellte. Ich kannte andere, die das Gleiche taten. Das war normal, auch wenn ich ein bisschen über die Stränge schlug. Ich war nicht allein. We're doing the same things as I was. I was, you know, not the only 14-year-old with a boyfriend having sex. I was not the only 16-year-old behaving stupidly and using drugs. And I had lots of company, so it all seemed normal to me. Perhaps I was affected and acting out, but it didn't seem that way because I had a lot of company. Samantha Geimer wurde mit 13 Jahren von Roman Polanski vergewaltigt. Roman Polanski ging dafür 42 Tage in den Knast. Später verließ er dann die USA, ist bis heute auch nicht zurückgekehrt. Als erwachsene Frau hat Samantha Geimer dann Roman Polanski auf Schadensersatz verklagt. In welcher Höhe? Das erfahren wir bald hier auf Hörbar Weiblich im Interview mit Samantha Geimer.